Hey, vielen Dank an euch, dass ihr die Techtopia-Folgen so feiert. Das ist mega cool. Viele haben auch gesagt, dass die oftmals gar nicht in der Abo-Box landen. Es gibt unter dem Video so eine Glocke. Da könnt ihr draufklicken und dann könnt ihr die Benachrichtigungen einschalten, wenn ich auf meinem Kanal etwas hochlade. Das ist super praktisch und sogar wesentlich zuverlässiger als die Abo-Box. Also wenn ihr es nicht gemacht habt, 18% der Leute haben es erst, die Mehrheit, über 80% haben es noch nicht aktiviert. Würde mich freuen, wenn ihr dran denkt. Das passt dann auf jeden Fall und ihr verpasst nichts mehr. Sehr, sehr nice. Danke, danke, wenn ihr dran denkt. Jetzt geht's los mit dem Part. Hey und willkommen zur nächsten Folge. No! Unser Farmer wird von einem Zombie angegriffen. What? Von guck dir das an, wie viele Zombies hier sind! Spark! Oh mein Gott, 1, 2, 3, 4. Wo kommen denn 10 Zombies her? Ist eine Zombie-Siege? Das zählt als Village. Haben wir eine Zombie-Siege gerade hier oben? Nee, die sind jetzt alle weg. Natürlich. Oh mein Gott, er ist gestorben, der Farmer! Nein! Er wurde gegrillt irgendwie. Wo waren denn die ganzen Zombies? Hier, waren mal 10 Zombies oder so und haben den geplättet. Und die sind gerade verbrannt. Hä? Ja, dann war das eine Zombie-Siege. Kennst du die Zombie-Siege aus Vanilla, Kev? Also, habe ich schon ein paar Mal jetzt gesehen, aber krass, ich wusste nicht, dass das hier auch zählt. Ja, dann müssen wir temporär mal kurz den Job des Farmers übernehmen, hätte ich gesagt. Also, wir haben tatsächlich genug Holz, um uns... Der kostet ja 3, der Farmer, oder? Ja. Aber der Farmer macht hier erstmal nur Weizen für Essen und so. Wir haben aber festgestellt, dass die Dorfbewohner auch unser Essen nehmen. Wollen wir mal vielleicht kurz den Farmer noch ein bisschen delayen oder willst du ihn direkt wieder machen? Weil wir wollten ja noch einen Baden machen, damit die mehr Spaß haben. Die schleppen sich ja aktuell zur Arbeit. Meinst du in einem Baden oder sowas dann? Ja, irgendwie sowas. Vielleicht, dass der ein bisschen rumläuft. Okay, können wir machen. Und ich habe gerade mal ein Stack Holz verkauft, wieder für 2 Emeralds. Ja. Krass. Ja, willkommen zur nächsten Folge. Das war gerade ein echt fixer Einstieg. Wir wollten gerade neu starten. Auf einmal ging es da gerade richtig ab hier, du. Oh, sorry, dass ich da so reingegrätscht habe, aber Junge, 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 das kam ja aus dem Nichts auf einmal. Ja, ich war auch unten in der Mine. Ich habe es jetzt nicht ganz gesehen gehabt und kann meine schon Aufnahme mal passieren. Auch leider aus. Ja, die können halt draufgehen. Auf die Villager muss man aufpassen und so. Ich schaue gerade mal, ein Bade kostet aber 15 Emeralds, mein Lieber. Ja, das ist ein bisschen teuer, ne? Ein Guard kostet 5. Aber pass auf, der Bade, der kann ja jetzt in das Bett gehen, wo der Farmer fehlt, theoretisch. Ja, aber wir haben keine 15 Emeralds, das ist es. Stimmt auch wieder. Eine Frage habe ich noch. Ich sehe, es gibt ja super viele Berufe. Mhm. Aber kann man alle beim Tradesman kaufen oder werden die noch mehr? Ich glaube, alle beim Tradesman, oder? Das heißt, der Chef ist für den Pub zuständig, oder wie? Ja, also hier bei uns in dem Haupthaus. Der verkauft alle Berufe eigentlich, soweit ich weiß. Ich meine, der Chef, der Beruf heißt Chef. Ach so, wer ja, ist ja. Dann in der Schanke, in der Schenke. Genau, in der Taverne und da kocht er dann. Und der verarbeitet das Weizen zu Brot und Fleisch brät er im Ofen und alles Mögliche. Der geht dann in die Öfen und kocht. Ich tue uns ab und zu mal die Emeralds oben in die Kiste. Wir haben jetzt 3 Emeralds. Wenn wir noch 2 Stacks Holz zusammenbekommen. Oder ein bisschen was von dem anderen Zeug. Dann vielleicht kriegen wir jetzt aber mehr Emeralds, wenn wir die Dingensen. Oh, der hat die Eisenpicke genommen aus dem Lager, der Miner. Hat du einen Eisenpicke reingelegt? Ich habe einen Eisenpicke reingelegt, der hat die genommen. Nice. Ja, das haben wir in der letzten Folge gemacht, solltet ihr nicht verpassen. Jupp. Oh Moment, ich kann da gerade nicht mehr laufen, ich muss mir die Beeren essen. Ich glaube übrigens, wir kriegen ja viel mehr Emeralds, wenn wir Dia Lapis und sowas verkaufen. Also lassen wir ruhig mal den Miner ein bisschen arbeiten und der müsste uns dann ja ein bisschen schneller Emeralds besorgen, weil wir die Sachen traden können und so, ne? Ich denke auch. Die Frage ist, soll man vorarbeiten mit Strip Mine? Naja, also du kannst ja theoretisch Blöcke abbauen, ne, Cobblestones, und wenn irgendwie ein Eisen oder sowas ist oder ein Dia, dann lässt du das stehen, dass der Miner das sich holt. Das ist ja eigentlich, ne, dann kann man es ein bisschen verschnellern, wenn wir das machen wollen. Ja, ich mach gerade dann nochmal den Gang hübsch, dass wir wirklich schön haben. Ja, ich craft nochmal ein paar Stufen, damit wir jetzt hier hoch und runter laufen können, ziemlich einfach. Beziehungsweise der Villager dann auch. Boah, das ist so eine geile Modifikation, dass jetzt dieses Zombie-Pack uns angegriffen hat, hätte ich nicht gedacht. Ich habe tatsächlich auch, weil mich... Das Projekt hypt mich wieder so krass. Das ist aber auch ein Vanilla-Feature mit den Zombies. Die gibt es auch im Normalen. Bei Dörfern können die manchmal auftreten. Ist aber eine seltene Wahrscheinlichkeit. Ja, das war bitter, dass die auch gerade nicht da waren, ne? Ja. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte,
dass... Ach so, genau. Dass, je größer das Dorf ist, es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass so ein Necromancer kommt. Necromancer? Hast du das genau gelesen? Das heißt, erst wenn das Dorf... Also ich habe nur gesehen, wenn das Dorf irgendwann größer wird, dann können auch Böse kommen. Okay. Da müssen wir natürlich dann auch Wächter haben oder Wachen haben, die das Dorf verteidigen. Vermutlich, ja. Natürlich, ey, ich habe eine Treppe gebaut, der läuft einfach so hoch. Ja. Jetzt guck mal, jetzt über die Treppe, zack, 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 zack. Ja, ja, jetzt geht's schneller. Ja, wenn er da festhakt, hast du noch genug Stufen? Ich habe noch 11 Stück, ich muss mir kurz neue craften, eventuell mit Cobblestone. Ich habe noch ein paar, ich kann auch welche craften. So, aber das funktioniert ja schon mal echt nice, ne, also hier. So. Wir bräuchten die Modifikation, wo man das ganze Inventar so mit Shift-Click machen kann, weißt du? Welche war das? Oh, bin ich nicht sicher, das hatten wir in Stormplug gehabt. Oh, ich bin immer noch nicht durch. Hat der Minenarbeiter eigentlich Angst vor Mobs? Ja, die haben alle Angst vor Mobs. Die müssen halt dann flüchten können, wenn es geht. Ich weiß aber nicht, ob die dann zum Haus zurückrennen oder wie die das dann genau machen. Nee, weil ich meine, hier, ich habe ja, wir sind ja an so einem Minenschacht, sag ich mal, close dran. Wenn er jetzt hier den Gang runterläuft, hat er da Angst? Denk mal nicht. Als ausgelöscht ist, kein Mob in der Nähe ist, die sehen dann nur die Mobs, wenn sie vorhanden sind. Wenn die Mobs nicht vorhanden sind, dann juckt die das nicht. Tja, aber dann haben wir schon mal unseren Eingang. Der müsste jetzt immer runtergehen und farmen und abends geht er wieder zurück. Und dann können wir auch hier die Erde nochmal ein kleines bisschen auffüllen, so. Dass es eben ist. Mhm. Sehr, sehr schön. Und dann läuft er da hier lang. Wir können ja auch nochmal ganz gucken, was sind denn so Dias bei diesem Merchant wert. Also, 12 Emeralds, glaube ich. Redstone, 64 Redstone für 5 Emeralds. Karotten und Kartoffeln sind auch mit drin. Aber 4 Dias, 12 Emeralds. Jo, das wäre natürlich richtig heftig, wenn der da eine Erzquelle finden würde. Muss ich schon sagen. Es wird auch schon wieder Nacht. Tragisch, wollen wir die ganz kurz ein bisschen ruhen lassen? Ich würde sagen, direkt schlafen, oder? Okay, dann gehen wir direkt einfach ins Bett. Und Moment, schon mal away. Gut, liege. You can only see but night. Geht noch nicht, aber gleich. Ach, stimmt, ja. Müsste ja jede Sekunde... klappen. Komm schon. Na komm schon, rein mit dir ins Bett. Mach doch noch nicht. Jetzt. Aha, ich liege in deinem Bett. Du auch? Ja, ich lieg drin. Wir liegen im gleichen Bett. Uff, warum will? Hast du extra ein fettes Doppelbett, Kev? Wieso? Jetzt hänge ich, jetzt backe ich oben. Ich backe im Bett fest. Ich komme nicht raus. Ich muss abbauen. Wahrscheinlich, weil ich mich reingelegt habe. Ja, keine Ahnung, ich bin oben rausgeflogen. Okay, dann ja, würde ich sagen, der Miner ist jetzt am Buddel. Wollen wir hoffen, dass er was findet. Man kann auch einen Druiden später machen, der unter anderem das Wachstum von Crops beschleunigt, von Bäumen. Und er kann auch, wenn ich es richtig gesehen habe, die in der Mine die Steine wiederherstellen. Also die, der abgebaut hat. Kann er wieder von vorne buddeln. Aber ich weiß nicht, also ob sie zufällig sich... Also die Erzsteine oder die alle Steine? Also alles. Ich weiß nicht, ob der dann die Erz und alles zufällig wieder dahin macht. Das bin ich mir nicht sicher. Oder ob das eins zu eins dasselbe ist, wie es vorher war. Wäre halt schon ein bisschen OP dann, ne? Aber... Müssten wir mal gucken. Ich glaube, der macht alle Steine wahrscheinlich neu, oder? Mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten. Kann schon sein. Ich habe nicht den Eindruck, dass diese Modifikation absolut OP ist. Ich glaube, die ist schon challenging. Können theoretisch wieder Emeralds ertraden, dann wieder ein Stack Holz im Dings. Oh, sehr gut. Ja, wir brauchen ja auch nicht mehr viel, ne? Du wolltest ja einen Baden haben, ne? Oh, Kev, der kostet ja nur 12. Er hat schon einen Redstone gesammelt, aber war da Redstone Erz? Nee. Ich glaube, da war kein Redstone Erz. Der sammelt... Die Erz und alles, und Eisenerz hat er auch schon 3. Ich glaube, der sammelt das unabhängig davon, was für ein Erz wirklich da gerade ist, sondern der buddelt einfach die Steine ab und dann gibt es Glück, da hat man mit Glück irgendwelche Drops oder so. Stimmt, das kann sein. Das wäre natürlich auch mal richtig nice, weil dann müssen wir uns da keine Gedanken machen und lassen wir ihn einfach graben. Ja, ich habe hier ein bisschen Brot reingepackt, das zusammengecraftet. Ja, jo. Hab ich aber auch. Aber das heißt, wir brauchen ja auch schon wieder eine schmelzende Schmiede. Und. Ja, das geht ja richtig ab hier. Wir können dann gleich nochmal gucken. Ich würde nochmal das Lagerhaus jetzt ein bisschen vergrößern, bautechnisch, oder ein bisschen Holz noch besorgen. Oder soll ich vielleicht mal zwischendrin machen? Moment. Neue Werkzeuge brauche ich. Ich brauche neue Picke gleich. Hey, wir haben neue Besucher. Neue Besucher, oh, yes. Wir haben einen richtig guten Koch sogar. Den brauchst du, der ist schon Level 7 als Koch. Uff. Ja, der würde dann automatisch das Getreide umwandeln. Müssen wir dem allerdings auch ein Häuschen bauen, ne? Wir können den, glaube ich, in die Taverne integrieren. Das müsste gehen, aber die müssen auch bauen. Wir müssen eigentlich alle Gebäude bauen. Wir haben 3 neue Leute. Lol, der ist Enchanter Level 11.
Und der ist Krieger Level 7. Nee, wir haben noch ein Bett frei. Ich will Mama hier rumlaufen. Ich will hier einfach rumlaufen. Guck mal, wie viele Leute rumlaufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute einfach hier cool. rumlaufen. Ja, Leute, ganz kurzer Schnitt eben gewesen. Ich wurde eben unterbrochen, musste mal ganz kurz weg. Aber wir machen weiter. Wir haben gleichermaßen auch noch überlegt, eine ganz kurze Besprechung, wie wir dann vielleicht noch vorgehen wollen. Und zwar, wir brauchen vielleicht auch eine Taverne, damit die ein bisschen Elan, mit mehr Elan an die Arbeit reingehen. Die haben ja keinen Spaß. Die Überlegung war halt ein Bade. Das oder siehst du ja auch ganz genau, wenn du den jetzt hier anguckst. Der ist zwar noch relativ happy auf 85, weil er frisch dabei ist. Aber wenn du die anderen anguckst, wie hier hinten, die schlendern nur noch rum. Was ist? Okay, 8. Also, weil die geschlafen hat. Aber solange die genug zu essen haben, ist auch mal nicht verkehrt. Ich hatte mal bei der Mod-Verstellung gesehen, dass wenn die halt keinen Hunger haben, dass sie verhungern, ne, und sterben. Das ist doof. Der Spaß ist ja schön und gut, aber Hunger sollten sie hoffentlich behalten. Dann schleppen die sich zwar. Die hat ja Brot dabei. Also das Ding ist, die haben nur keinen Spaß. Und ich glaube, die brauchen halt ein Feierabendbierchen, so wie man es kennt. Richtig. Und das machen die auch wirklich. Die setzen sich an den Tisch, heben den Humpen und trinken, ne? Das ist wirklich so, das geht. Einen richtigen Tisch. Ich meine, wir haben ja einen Rustic-Mod drauf. Nee, aber nee. Die haben, in der Modifikation gibt es Tische. Und die setzen sich an die Tische und trinken dann da Biere. Und quatschen. Okay. Die Frage ist, muss das zentral sein oder wollen wir das irgendwo an der Seite? Ich würde das irgendwie hier machen. Ihr kennt die Taverne als Gebäude. Weißt du, wir können das vielleicht hier irgendwie so auf diese große Ebene machen, die wir hier haben. Dass wir das mit Erde einmal auffüllen und dann können wir da irgendwie so eine Taverne hinbasteln. Wir müssen halt wieder Holz. Ich war noch am Holz. Willst du schon mal anfangen? Ich habe gerade ein bisschen was gefarmt, dann hast du ein bisschen was zu tun. Okay, pass auf, wenn du die droppen willst, dann gerne. Da würde ich aber auch gucken. 27 Holz und 20 Planken, dann farm ich einfach kurz weiter Holz. Ich habe mir jetzt auch mal Dia-Werkzeug gemacht. Ich glaube, ich bin der Bürgermeister. Okay. Pass auf, dann, ich werde mit Cobblestone den Grundriss machen und wir können das ja dann drauf aufbauen. Ich würde das tatsächlich auch mal ein bisschen größer machen. So. Weiß nicht, hier so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vielleicht. Dann müssen wir wieder an die Tür haben, ne? Also das kann man, das soll schon groß sein, das Ding, oder? Ja, klar, machen wir. Was hältst du von so einem Pavillon oder soll das wirklich so eine rechteckige Form haben? Ja, gut, ich erinnere mich, ich stelle mir gerade so wirklich wie aus Herr der Ringe so eine Taverne vor oder sowas. Ne? Okay, schon ein gutes Gebäude und so. Zweistockig? Oh mein Gott, lass unten einen Dancefloor machen, so wo man trinkt, wo eine Bar ist. Ja klar, du kannst, genau, unten einen Dancefloor trinken, einen großen Kamin, eine Fläche, da wo Stühle stehen, dann so eine Bar, eine Theke und dahinter ist dann der Koch. Und so, der arbeitet dann in der Theke hinten drin. Da kannst du innen wahrscheinlich auch nochmal ein Dings reinpacken. Oder vielleicht sogar von der Rückseite. Eine Theke bauen? Oder läuft der drinnen nur rum? Nochmal bitte? Braucht der Koch irgendetwas? Ja, der braucht Öfen und Crafting Table. Der bedient auch die Öfen. Der geht zum Lager, holt sich Kohle und Fleisch und brät das dann. Bringst du wieder zurück und so Sachen. Und bedient dann die Leute, die an den Tischen sitzen? Nee, die Leute an den Tischen, die holen sich das ja aus dem Lager wieder um. Achso, das heißt, er bringt es ins Lager. Ja, aber das passt halt ganz gut, wenn auf einmal der Koch da ist und arbeitet, ne, und dann. Ja, finde ich auch ganz gut. Also, okay, das heißt, dann kriegt er seinen eigenen Kochraum. Ja. So vielleicht. Und dann können wir halt hier gucken. 1, 2, 3. Dann wieder 1. 2, 3. Und nebenbei, das war eine gute Methode, hier die Schere zu machen. Nebenbei, wenn ich hier bin, warum bin ich halt die ganze Zeit am Schafe scheren? Ich habe, glaube ich, hier schon 20 Wolle auf Tasche. Jo, das ist nice. Ja, ich würde halt vielleicht so das so die Gebäudegröße machen, ne? In etwa. Bin ich der Einzige, der ein Fan davon ist, dass Minecraft halt einfach kein Gras hat? Dass Minecraft kein Gras hat? Ja, weißt du, weil jetzt, wo ich hier alles Gras für das Weizenfeld abgeerntet habe, muss ich sagen, gefällt mir dieses Plateau, das wir haben, ganz schön gut. Oh jo. Naja, ist ein bisschen. Weiß nicht, für mich sah es ein bisschen leer aus, so an frühere Minecraft-Versionen hat es mich irgendwie sehr stark erinnert. Aber wir könnten das ja echt so machen, dass wir im Hintereingang dann den Koch reinmachen oder so. Und von vorne. Ne, also, dass die hier dann nur so drin sitzen, die an so einem Tisch, so seitlich vielleicht. Und auf der anderen Seite geht es dann Treppen hoch und hier ist dann die Küche oder sowas. Und hier, oh mein Gott, der hat im Keller einen Ofen, Ofen im Keller. Aber irgendwie sowas kann man ja machen. Also, wie findest du die Größe? Hier vorne ist halt jetzt der Eingang, ne? Da geht's rein. So, das ist so ein kleines, das hier ist der Eingang? Genau, hier ist so ein kleines Vordach, deswegen geht das auch nach vorne raus und wir haben nicht einfach ein rechteckiges Haus. So, dann geht das hier so rein, ne? Die so, Sauce. Also, um es sich erstmal vorzustellen. Wir können ja auch unter anderem ein paar Olivenbäume machen, da können wir Olivenholz nutzen vielleicht, das ist so ein bisschen dunkler und rustikaler aussieht.
Weiß ich nicht, ich kann ja mal hier dann die Oliven. Also okay, das soll jetzt hier, also du kommst hier rein, dann genau. Hast du hier, sag ich mal, links dein oder rechts dein Raum. Pass auf, hier, du kommst rein, hier ist so eine kleine Rezeption oder irgendwie was, keine Ahnung, und auf der linken Seite ist, oder so eine Bar, genau, du kommst rein, hier ist so eine Bar, ne, wo dann auch, keine Ahnung, hier so eine Säule ist oder was auch immer. Und hier drüben ist dann so ein länglicher Tisch, der, was ich von vorne bis nach hinten geht, und da sitzen die dann alle in der Reihe dran. Und auf der anderen Seite rechts ist dann die Küche. Wie wär's damit? So stell ich find's mir ganz geil. Ich find's aber, wenn wir jetzt hier nicht jetzt hier zu gucken, um das, sag ich mal, so grob zu unterteilen. Ja. Wie wäre das, wenn das hier Küche ist? Also das hier innen drinne? Und hier fände ich es auch noch ganz geil, wenn hier so kleine einzelne Tischchen wären. Ja, können wir auch machen. Einzelne Tischchen. Vielleicht wollen die sich ja zu zweit treffen. Keine Ahnung, dass du siehst ja, hier, keine Ahnung, hier Stuhl, Tisch, Stuhl. Weißt du? Ja, genau. Ne, finde ich Stuhl, gut. Tisch, Stuhl, so, also ein bisschen schöner natürlich. Ne? Vielleicht halt seitlich. Also das. Ja, stimmt. Ich guck mal, die muss man ja auch aneinander setzen. Die an der Wand lang sind und hier vorne würde ich vielleicht dann in dem Moment keinen machen, dass man hier so in die Küche dann reinlaufen kann, ne? So, dann ja, genau. Und ich hätte auch gerne, dass man in der Küche auch das Leben sieht. Also, ihr würdet dann so eine Glasscheibe machen. Kennst du ja aus Moderne. Können wir auch. Und hier links ist halt dann so ein länglicher Tisch, ne? Sag ich jetzt mal, wo die alle dran sitzen. So, Table, wie heißt denn das? Habe ich ganz viele Tables von DecoCraft. Muss ich gerade auch mal ganz kurz gucken. Gibt's die hier? Tektopia, habe ich nur Chairs? Ah, ich glaube, die brauchen nur einen Chair. Ja, wir brauchen nur einen Chair. Wir brauchen nur einen Chair. Der Tisch, da können wir einfach einen Holzblock oder so nehmen. Oder halt eine verkehrt rumme Stufe oder einen anderen Tisch. Wir haben ja richtige Tische. Das ist ja kein Problem. Ja, genau. Für Tisch, Mod-Tische und so. Aber die sitzen sich ja wirklich hin und ringen. Stimmt. Also, wie gesagt, hatte ich so ein kleines bisschen auch schon mal ausprobiert. Das wird ganz 7 nett. Tische sind fertig. Ja, das okay. Ging ja fix. Ja, die kosten ja nur ein bisschen Holz. Also, wenn das die Mauer ist, dann. So, also hier ist ja die Mauer, dann sage ich mal direkt am Rand entlang. Ich mach mal kurz mal den Tisch fertig. Ja. Wir brauchen echt Baumaterial. Also ich werde mich in der nächsten Folge, wenn du dann dran bist, mal ransetzen, richtig Holz fahren, damit wir uns so Gebäude bauen können. Und das Holz von den Villagern nehmen wir ja dafür, um Sachen freizuschalten oder nächste Gebäude und sowas. Das wird ganz gut, glaube ich. Das wird gut. Komm, willst du den ersten Tisch in Empfang nehmen? Wo soll er hin? Achso, ja, der Tisch würde ich irgendwie hier so, hier, ja oder so, oder machst du einen einzelnen kleinen Tisch schon mal? Also ein einzelnen, ich dachte jetzt einfach hier so, warte. Oh mein Gott, ich hab's jetzt wirklich. Jetzt hab ich's. Oh ne, der ist falsch, du Mist. Der kommt so. Ich würde auch generell bei den mittelalterlichen Gebäuden, also wir sind eher so schon so ein bisschen mittelalterlich, ne? Ich würde halt generell nicht so große Fenster machen, deswegen mache ich die Fenster mal so einen Block breit und eher ein bisschen länglicher nach oben, also einen Block breit und zwei nach oben, dass sie da an der Wand drin sind. Ich mag das halt gerne mal so ein bisschen was zu sehen, ne? Magst du vielleicht sogar die Tische irgendwie an die Wand stellen, weil hier ist ja schon die Wand und hier sind so ein Block Abstand von der Wand, ne? Achso, ich wollte Luft lassen. Ich dachte, da kommt noch ein bisschen. Achso, ja, hatte ich auch ein bisschen überlegt, aber ich. Achso, guck mal, da passt das ja perfekt. Ja, genau. Wir können nach so ein bisschen die. Oh mein Gott. Ja. Ist ja der Wahnsinn. Guck mal, hier ist ein großer Tisch, ja! Ja. Zack! Passt da echt gut hin. Und wenn hier dann der Eingang kommt, guck mal, hier würde ich sogar noch einen einzelnen machen. Mhm. Oh mein Gott, ich weiß ganz genau, wie wir das machen. Dann machen wir das so. Ohohoho, ja, was macht denn das doofe Pferd hier? Guckt uns zu, wie wir bauen. So, jetzt bin ich out of wood. Out of wood, out of order. Müssen wir ein bisschen loslegen. Ja, ein bisschen Holz habe ich noch, aber. Ich muss gleich eine neue Axt craften. Hier liegen ganz viele Saplings rum. Ah, oh, das ist wunderbar. Es wird eine richtige Economy entstehen. Wir haben halt gerade Nacht, ne? Deswegen ist es ein bisschen ruhiger. Die Villager sind am Pennen. Man sieht auf dem Journeys Map schön, wie wir mal ausgeleuchtet haben, unser Dorf. So. Ja, jetzt ist auch nachts ein bisschen ruhiger, muss ich sagen. Also das gefällt mir ganz gut. Ja, da kann man bauen. Und ich weiß halt auch echt nicht, ob das daran liegt, dass die keinen Spaß haben, weil wir die Nacht geskippt haben. Ne? Vielleicht müssen die auch wirklich durchschlafen, damit die ein bisschen. Ne? Bin ich mir gar nicht 100% sicher, weil der Mod-Entwickler hat an so vieles gedacht. Die Mod ist mit so viel Liebe gestaltet worden. Oh mein Gott, guck dir das an. Perfekt. Jo. Die Tischecke steht, würde ich sagen. Yep. Oder ist ein bisschen nah dran aneinander, ne? Oder? Ja, wobei man könnte hier den Weg gut. Offen halten und hier dann halt den Eingang. Ja, so irgendwie sowas. Also ich markiere den einfach mal so jetzt ganz konkret vor. Mhm. Kann man auch können. Und dann könnte man machen. Hier, man muss ja nicht. Du hast recht, also es ist ein bisschen hässlich, wenn es zum Beispiel. Also ich würde es ein bisschen kleiner sogar noch machen, ne? Dass meinetwegen vielleicht nur so groß ist und hier dann die Tür oder so. Und dann können wir hier noch so eine kleine,
wenn du reinkommst und so eine kleine Theke machen, wo meinetwegen, keine Ahnung, so ein Regal, so ein paar Fässer an der Wand, weil das ist ja so die Weinschanke oder so. Und hier drin ist die Küche, wo dann Öfen stehen, Crafting Table, da reicht ja eigentlich so ein Raum. Keine Ahnung, wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 mal 4 oder so, das reicht ja aus. Das muss ja nicht so groß sein, nur so nebenbei. Okay, ich finde die Idee gut. Warte, okay, dann hast du recht, dann lass uns das trotzdem. Ich finde aber das mit diesem Stein, weil du hast eine Glasfront, würde ein bisschen modern ausschauen. Wenn wir jetzt wirklich das hier hätten, wäre es ja ganz geil, wenn man diesen Raum, den muss man ja gar nicht so abtrennen mit einer Mauer. Hier könnte ja auch theoretisch so sein. Guck mal, das sieht aus wie so ein. Ja. Hier können die an der Bar sitzen zur Küche. Ja, doch, das würde dann am Ausstand auch gehen. Da können wir ja tatsächlich auch Fässer reinsetzen. So, Hauptsache, der erkennt das halt als sein Dings. Ne? Genau, und hier ist halt dann, also das halt eben weg. Weil es könnte sogar bis zur Wand hin sein. Ich weiß ja nicht, ob wir die Gebäude zweifach nehmen können, aber wenn wir vorne eine Tür haben, wo die Taverne ist, dann können wir hier hinten, so wo ich jetzt gerade stehe, eine weitere Hintertür machen, wo dann die Küche ist. Und dann kommt der Koch immer von hinten rein und kocht und läuft gar nicht vorne durch. Ach, es gibt zwei Dinger für Taverne und für... Ja, die Taverne ist, damit die Villager dorthin gehen, sich hinsetzen und trinken. Okay. Also bin ich mir nicht hundertprozentig gerade sicher, aber ich glaube schon. Und der Koch ist nochmal, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Müssen wir gucken. Hätte sein können, das war nur gerade so mein Gedanke, keine Gewähr für irgendwas. Aber ne, so war nur mein Gedanke. Bin ich mir nicht hundertprozentig safe. Meinst du, der erkennt das so an? Oder ist das so schon ein bisschen, der Stein passt nicht so ganz rein, ne? Ich würde sagen, wir bauen erstmal so ganz grob und dann, wenn es nicht passt und das Teil nicht glitzert, dann wissen wir schon, woran es liegt. Achso, guck mal, wenn ich ja hier die Tür zumache, dann müsste es ja funktionieren, es ist ein eigenes Haus. Ich denke es mal. So, aber dann, ja, würde ich sagen, brauchen wir ein bisschen Materialien, bauen weiter. Wie es weitergeht, das seht ihr dann auch schon in der nächsten Folge beim Kev, der wird die dann morgen veröffentlichen, also schaut da ganz dringend mal rein. Und ja, wir sehen uns, bis dann, das Krachen und ciao, ciao. Ciao.